uns weiter. Anke an dich, Nils an dich, Kerstin an dich. Vielen Dank. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, Tagungspräsidium zu sein, wenn man eine solche Veranstaltung, einen Parteitag digital macht. Aber ihr habt das großartig gemacht. Ein herzlicher Dank geht an euch. Ein Dank geht auch an die Genossinnen und Genossen, die man nicht gesehen hat, der Mandatsprüfungs- und C-Kommission, die auch unterwegs waren, die heute fleißig gearbeitet haben. Und ich will es hier auch noch mal betonen an die ganzen Kolleginnen und Kollegen von der Technik, von der Sicherheit, an die, die uns heute Morgen getestet haben vom ASB und die ganzen Kolleginnen und Kollegen des Willy-Brandt-Hauses, die das hier alles organisiert haben. Ein großes Dankeschön von uns allen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben heute in 3 Stunden Debatte. Die Reden von Saskia, von Norbert, die Rede von Olaf, die Debatte gerade um den Koalitionsvertrag. Wir haben gezeigt, wie viel Kraft in der Sozialdemokratie steckt. Wir haben gezeigt, was wir alles vorhaben, mindestens die nächsten 4 Jahre in der Regierung. Wir haben Ideen für das Land, Ideen für die Bürgerinnen und Bürger. Und ja, unsere Ideen gehen weit über diesen Koalitionsvertrag hinaus. Die gehen weit darüber hinaus. Aber ich sage euch auch, jetzt werden wir erstmal die Dinge umsetzen, die im Koalitionsvertrag drin sind. Ich habe das Gefühl, Olaf, dass dir und allen Ministerinnen und Ministern nicht langweilig wird die nächsten Jahre, wenn das alles umgesetzt wird. Und gerade haben wir, als Malu Dreyer zwischendurch mal nicht zu sehen war, haben wir auch gesehen, dass es, glaube ich, ganz gut ist, dass da im Infrastrukturministerium nicht mehr Andi Scheuer sitzt, sondern mit Volker Wissing jemand übernimmt, der nicht nur aus Rheinland-Pfalz kommt, sondern auch jemand, und das haben wir in den Koalitionsverhandlungen festgestellt, der auch wirklich eine Ahnung von dem Thema hat. Also da kommt vieles auf uns zu, auf das wir uns freuen können. Wir haben alle Bock auf diese Regierung, wir haben Lust drauf. Wir hoffen natürlich, dass morgen die FDP, am Montag die Grünen unserem Beispiel folgen und mit einer solchen Überzeugung auch dem Koalitionsvertrag zustimmen. Dann werden wir am Dienstag den Koalitionsvertrag gemeinsam unterzeichnen und dann am Mittwoch im Parlament, im Deutschen Bundestag den nächsten Kanzler wählen. Und das wird Olaf Scholz sein und darauf freuen wir uns alle wahnsinnig. Und dann, liebe Genossinnen und Genossen, sehen wir uns schon wieder. Nächsten Samstag kommen wir wieder hybrid zusammen, einige hier vor Ort in Berlin und der größte Teil aber digital. Dann geht es darum, die Parteispitze neu zu wählen, neu aufzustellen. Wir freuen uns drauf, euch in der Woche zu sehen und wir werden auf diesem Parteitag deutlich machen, SPD ist mehr als der Koalitionsvertrag. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass in diesem Koalitionsvertrag ganz viel SPD drin ist. Liebe Genossinnen und Genossen, genießt das Wochenende, genießt den Samstag. Schön, dass ihr dabei wart. Alles Gute, Glück auf. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Aufbruch für Deutschland. Packen wir es an.